Die Reise bis hierher. Am Anfang suchte Tod den Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen, ein Weg zu einer anderen Welt. So, herzlich willkommen zurück hier zum nächsten Board. Wir sind jetzt hier beim Fockhuldenpass. Da oben ist der erste Gegner. Geht's gleich weiter, wie es beim letzten aufgehört hat. So. Komm zu Baba. Gut, also wie gesagt, wir sind jetzt hier durch, haben solche komischen blauen, ich würde es mal sagen, Brillanten gesehen, mit denen wir nichts anfangen können, wenn wir nicht reinkommen. Weil wir gänzlich einfach zu unfail sind. Oh, da ist ein Vulkan. Ein Vulkan. Und da ist eine Kiste irgendwo. Und da ist wieder eine Statue. Also ich muss sagen, die sind sich ganz schön selbstverherrlichen irgendwie. Also lieber. So. Das ist wieder eine Statue. Und wie wir hören, ist da wahrscheinlich wieder irgendwas Blaues. Zumindest dieser komische Hintergrund. Ja, da oben ist es doch. Schaut. Da oben. Da ist es wieder. Das blaue etwas. Aber ich mag mich jetzt gerade mal zu überlegen, in diesem Trailer, den ich mal hier gesehen zu haben, dass ich dann mal irgendwas sowas wie eine Kette kriege. Ich glaube, das war bei Krieg auch so, wo man sich dann hin und her ziehen kann. Ich denke mal, vielleicht können wir dann damit irgendwie weiter. Ja. Zumindest was diese Teile dort hoch zu angehen. Na, wer weiß. So, dann schauen wir uns mal diese Landschaft hier unten an. Wir sind ja nicht hier, um zu kämpfen. Wir machen auch mal eine schöne Sightseeing-Tour. Also, ich würde sagen, Urlaubsbereich. Ah, okay, wer ein bisschen auf Gothic steht, für den dürfte es hier was sein. Wer es da nicht so ist, eher dann nicht. Gut, ich könnte sagen, warum reite ich nicht, aber da vorne ist ein Gegner. Ah, Tage. Döp, zu zeitig. Hier bin ich, hinter dir, hinter dir. Oh, komm her, naja. Da hacken. Es gibt nichts Schöneres, als den Gegner in 1000 Stücke zu zerhetzen. Weil das gibt es, wie es aussieht. Die Punkte für, ich denke mal, wie bei Krieg damals, für diese Spezialverwandlung. Hoffe ich jetzt einfach mal. Zumindest, wenn ich die Kunden mit so einem Finish-Move mache. Also sprich, ich so Bild zerstückeln du als wie standardmäßig. Gibt es da immer ein bisschen was dazu? Na, komm her. Ich will da runterspringen. Ich treffe die C-Taste nicht. Na, komm her. Na, wo bist du jetzt hin? Und jetzt komm her. So, komm her. Gut, schaut einfach mal. Und. Und wieder ein bisschen mehr geworden. Tja, gut Ding hat Weile, ich will jetzt. Na. Und da ging er wieder. Also anscheinend klappt es nicht mit jedem, dass man den so zerhauen kann. Ich weiß es, ne? Zumindest auf dem Pferd gehen ist irgendwie sinnlos, außer man will ja bloß blind durchreiten, was ich nicht keinen Bock hab. Bis jetzt noch nicht. Solange Gegner sind. Weil, warum sollte ich das machen? So haben wir was zu tun. Oh, jetzt sind wir direkt in dem verkohlten Pass. Okay. Ja, ich dachte, ich wäre schon im verkohlten Pass. Es tut mir sorry. Gut, dann schauen wir mal jetzt, was in den jetzt offiziell gestarteten verkohlten Pass uns erwartet. Abgesehen von diesen Funken und der Kunde, der auf uns zurennt. Komm her. So. Also zumindest ist hier ein Funkenflur angesagt. Oh. Ich werde von diesen Asteroiden, vor allen Dingen Asteroiden. Mein Gott. Ich bin doch totaler Brainschaden hier. Ich werde von diesem Vulkan angegriffen, so wie es aussieht. Bumm. Na komm her. Gib mir nicht. Komm zu Papa. Komm her. So, gut. Ach so, warte mal. Wir hatten doch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, noch ein paar neue Klamottchen gekriegt. Ah, schein. So. Ist natürlich schlechter. Also heißt, wir nehmen das natürlich nicht. Was haben wir hier? Ach ja, wieder eine. Was? Vagabunden-Talisman. Oh ja, die können wir mal an
Einrichten, die können wir mal einrichten vor allen Dingen. Ne, den können wir mal ausrüsten, würde ich sagen. Okay, dann wieder was für die Sense. Verbessern. Ne, haben wir. Ja, ich würde sagen, den haben wir, den dummen Oklahoma opfern, weil... Nutzen wir schon den nehmen, ich finde die anderen klingen eigentlich viel geiler. Gut. Alles weg, opfern. Uah. So, und dann, wie bei dem anderen Spiel Skyrim, dann hast du es gebraucht für eine Quest. Böp. Nee, ich hoffe mal nicht, dass es so sein wird. Na, komm her. Zumindest finde ich diese Klinge erstmal ein bisschen besser. Na, hörst du auf auszuweichen? Mann, da. Ja. Ich laufe hier gerade eigentlich irgendwie ein bisschen freie Luft durch die Gegend. Ohne Plan und ohne Ziel. Und das bringt mir so viel. Was ist denn hier? Oh, das sieht aus wie ein Teich. Also ich muss sagen, hier ist wahrscheinlich irgendwie eine Bombenstimmung. Aber warum ist denn mein Vogel da hinten? Gibt es da irgendwo was Schönes? Schauen wir mal. Ich reite einfach mal dahin. Ist hier drin irgendwas Interessantes? Ja, da ist noch... Ah! Ein netter Vogel. Ich gehe kaputt. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, ich weiß, dass es kein Ort für ein Pferd ist. Ich wollte ja gerade runter. So, komm her. Komm, steh auf. Ja, dich nicht. Gut. Dank unserer netten Vogel haben wir wieder was gefunden. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Energie tanken, bevor ich ja wieder sozusagen auf Tods Schneide hänge. Gut. Also, ich will ein bisschen mehr Acht auf den blauen Vogel geben, weil der verrät uns auch, wo das Zeug versteckt ist. Komm her. Und wieder. Aua! Das tut doch weh. Mach ich das denn mit dir? Einfach angreifen? Lümmel. Mann, da. So. Aber ich muss sagen, irgendwie, je näher mir hier diesen Teil kommt. Was ist denn der Vogel schon drin? Wieder was gefunden oder was? Na, komm her. Komm. So. Was bist du jetzt hin, meine liebe Krähe? Da bist du. Ein leichtes Erdbeben. Und meine Krähe macht die Fliege. Gut. Wie es gehört. Abhauen ist immer das beste Ziel zur Ver... Wo bist du hin? Hallo. Gibt's dort irgendwas Interessantes? Ah, gucken wir mal. Ah. Zwei Gegner. Die habe ich ja fast übersehen. So. Weit ich denn jetzt hier überhaupt hier hin, wenn ich mal fahren darf? Bevor ich ja mal blind meiner Krähe vertraue. In die Narbe. Will ich jetzt in die Narbe? Ne, eigentlich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dort soll. Aber wir können ja mal hinreiten. Das ist ja was Interessantes dort. Hm. Oh. Ja. Hm, mal schauen. Will ich jetzt hierher schon? Naja, wir gucken einfach mal. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt schon hier haben müssen. Gerade überhaupt keine Ahnung. Nee, ich würde sagen, da gehen wir dann auch nochmal hin. Muss alleine gehen. Ja, wir gehen dann auch nochmal hin. Ich sage, wir halten uns auch schon mal jetzt am Regieplan. Na, lass komm. Wir reiten jetzt einfach mal dorthin, wo wir hin müssen. Ladevorgang. Wunderprächtig, mächtig. Siehst du, die Gegner tauchen auch immer wieder wunderschön auf. Na, komm her. Da bist du nicht. Ey, hallo, du musst kaputt sein. Genau so. Aber, toll. Ich schlag hier in der Luft. Und der? Ich merke es wohl nicht mehr ganz, oder was hier? Mann, da. Ey, was holt die alle jetzt her wieder hier?
So, dann weiter geht's ja. Hey, finde ich cool. Man muss sich langsam dran gewöhnen, ja. Auf dem Pferd, runter dem Pferd, rüber und rüber mit dem Pferd und dann wieder. Das ist kein Ort für ein Pferd. Achso, hier ist wieder kein Ort für ein Pferd, okay. Ach, ich dachte, das sah gerade mal so cool aus. Gut. Dann gehen wir mal hier an diesem Stück weiter. Hier vibriert mal wieder alles. Und hier scheint es wieder eine Kiste zu geben. So, und dann schauen wir einfach mal hier hoch. Na, das so. Gut. Ja, das war wieder das mit dem Getappte. Das war das falsche Getappte? Nee, war das nicht so? Nee. Was war denn das jetzt wieder? Shift? Nee, das? Ah ja, das war's. Alle heppa. Okay. Alle hepp. Alle hepp. Ha. Wunderprächtig. So, dann wollen wir hier rüber gehen. Und E wie Emil drücken. E wie Emil drücken. Ich will runter. Gut. Jetzt sind wir also hier. Und haben wieder das, dieses blaue Ding, wo keine... Boah, ich könnte, jetzt fluchen. Ich will wissen, was das ist. Ich finde das andauernd, aber ich komme da nicht ran. Mann, da. Das ist ja zum Verallen hier. So, jetzt haben wir mal eine grüne Kiste. Was kommt denn da raus? Money, money. Schön. Okay. Dann würde ich sagen, ist das auch wieder ein Ort, wo wir mal... Holmes, war wieder zu Boden kaputt. Wo wir später hingehen. Ah, die Gegner scheinen auch weniger zu werden hier. Aber die Gegend scheint nicht schöner zu werden. Uha. Die Hintergrundgeräusche lassen nichts Gutes erahnen. Irgendwie. Ich komme dem Vulkan, so wie es aussieht, immer näher. Und, aber keine Gegner, das ist schon ein bisschen komisch. Aber Lava. Lava, Schmutz, das ist schon mal gut. Gut, ich würde sagen, hier gehen wir mal zu Fuß weiter, was auch immer jetzt passieren wird. Da oben ist wieder eine Riesen. Was ist denn hier für ein Erdbeben? Ich gehe kaputt. Fällt denn hier alles auseinander? So. Ah ja. Okay. Das Ding ist also Feuer und Flamme. Zumindestens meistens so eine. Aber. Ich würde sagen, das lässt sich nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes. Gut. Ach nee, das ist. Was? Feuer? Was haben wir hier? Hilft Korn, die Kreatur zu besiegen. Na, wunderprächtig. Na komm her. So, Nummer 1. So. Stopp, stopp, wir könnten eigentlich. Bleib hinter dir? Nee, nicht so. So, dann wollen wir mal. Na. Das hat fast wege dann vor allem. Das sind ja eigentlich meine Gule. Ich habe gerade überhaupt keinen Durchblick mehr, wo ich überhaupt noch drauf einhaue. Ich hack einfach bloß mal sinnlos irgendwo drauf ein. So. Es ist wahr. Ein Reiter ist ins Reich gekommen. Nicht noch einer. Du bist ein Nephilim. Trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheimgefallen ist. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuer brodeln spüren. Ich werde es versuchen. Tja. Wir haben also den falschen Weg abgebogen. Ist klar. Gut. Wer bist du? Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Karn. Dann also Bub. Wie du willst. Ist mir egal. Feuer des Berges. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held.
aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Na, ganz großes Kino. Okay, was haben wir hier? Dein Schamanen können. Ja, dein Schamanen können. Schamanin hat mir einen Talisman angeboten, wenn ich ihr die Materialien dafür besorge. Dann ist es klug von dir, sie ihr zu bringen. Ihre Arbeiten sind sehr mächtig. Wo finde ich Pirschknochen? Pirsche streunen im Kessel umher. Sollte eine einfache Aufgabe sein, wenn dein Name etwas bedeutet. Ah ja. Also heißt, wir müssen die kaputt hauen und dann passt das. Sag eingefallen? Mal, wenn du da reingehst, würde es dir was ausmachen, etwas für mich zu tun? Ja, würde es. Tue ich nicht bereits genug? Vielleicht. Jedoch scheint es mir, dass du nicht genug für dich selbst tust oder wenigstens von einer Nebenwirkung profitierst. Nun, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet. Ich habe eine alte Metallschale dort zurückgelassen, mit dem Bild von zwei Hämmern in der Mitte. Nicht sehr ansehnlich, aber es war mein Gesellenstück. Das letzte, was ich je geschmiedet habe. Eine Schale? Du willst, dass ich dir eine Schale bringe? Ja, nun, sie hat einen ideellen Wert. Wenn du sie findest, entlohne ich dich dafür. Finde Kerns silberne Schale. Rumbelibumbe und auf die Tür. Okay. Stelle das Feuer des Berges wieder her. Was haben wir hier? Schamanen können besorgen einen Pirschknochen von einem Pirsch. Gut. Da liegt noch ein bisschen. Oh, da liegt ja noch ein bisschen. Gut, das habe ich ja komplett vergessen. Also müssen wir schon mal einsammeln gehen. Nicht, dass wir hier die Hälfte vergessen. Das wäre ja uncool. Gut. So aussieht, haben wir jetzt hier alles gesammelt. Ich dachte schon, ich müsste gegen den hier kämpfen. Nun, dann los mit dir. Och ja. Niemand hat jemals etwas Interessantes gefunden, indem er nur herumstand. Nicht? Ist schön. Siehst du, ich stand vorhin gerade rum und hab's gefunden. Ja. Oh, da ist noch irgendwo eine Kiste versteckt. Tja, ob ich dorthin kommen will. Ne, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ne, das war das. Waffen. Ah, hier haben wir wieder was. Besessene Doppelsense. Was haben wir hier? Eine Sense. Okay. Die kann ich noch nicht nehmen. Ich bin noch kein Stufe 5. Was haben wir denn hier gefunden? Schönes. Bist du höher? Bist du niedriger? Ne, du bist schlechter. Ach, das ist wieder das Faustschild. Oh, nö. Und noch ein Talisman. Nö, behalte ich mein altes. Okay, dann haben wir wieder Haufen Zeug, was wir unserer Sense zum Fressen geben können. Verbessern. Ich glaube, damit durften wir zu weit aufsteigen. Opfern. Yep. Und damit steigen wir mal auf und gucken, ob es jetzt besser wird. Also vorher Schaden 38,44. Die Folgen der Brüder werden erhöht. Schaden. Annehmen. Na sicher, sicher. Ja. So, neue Verteidigung. Von 0 auf zu. Meine Sense hat jetzt noch Verteidigung. Ist ja genial. Kraft 6, Chance auf kritischen 4% und Durchschlag annehmen. Ja. Und Gold. So, dann tun wir weiter auf. Wir haben noch ein bisschen was. Hoho, das geht aber gleich ganz schön weit hoch. So, dann opfern wir mal diesen Talisman noch. Ah, ich kann bis zu 5 Toten. Also verbesserte Doppelsense. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Anlegen kann ich noch. Achso, ich müsste vor. Abbruch. Gut, dann mal wieder raus hier. Ich würde sagen, dann war es das auch schon mal für diesen Bord. Wir stehen jetzt vor diesem doch feurigen Kessel. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal. Das Ding holen wir dann auch beim nächsten Port. Bis demnächst. Ciao, ciao. Bye, bye.